guten Abend allerseits. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend zu Hause. Dankeschön. Einen schönen guten Abend Ihnen hier im Studio. Nun, wenn es nach meinen Kollegen und mir geht, dann soll es heute ein besonders netter Abend werden. Schon die 8 Kandidaten versprechen viel. Ich merkte schon vorhin, sie sind sehr fröhlich, spielfreudig, aber auch sehr ehrgeizig. In der ersten Runde heißt es heute Kurzweil gegen Konzert und danach heißt es dann Konferenz gegen Kulisse. Im Spiel für zwei steht heute das Thema Schach in der Mitte. Wir werden einen Schachgroßmeister begrüßen können. Dann haben wir heute zu erraten, wer wohl hinter Katharina der Großen sich verbirgt. Und dann hat seinen Besuch auch Winnetou angesagt, der große rote Bruder. Sag mal, du bist doch nicht Winnetou, das kann doch nicht sein. Hm? Wer bist du? Ich bin der Papa von Winnetou. Und wie heißt du? Inchuchuna, der große Häuptling. Aha, aber du bist jetzt noch nicht dran, Papa, erst in der 4. Runde, wenn wir die Szene spielen. Das ist diesmal Karmai. Nein, ich bin vorher gekommen und machen Lucky Lucky auf weiße Squaws. Oho, ja, die wollte ich sowieso vorstellen. Dann komm mal mit, sehr Papa, gut. Ja? Diese weiße Squaw kommt aus dem östlichen Austria, von der schönen blauen Donau her. Es ist Brigitte Xander. Grüß Gott, guten Abend. Au! Oh. Weiße Squaw ist flotte Biene. Ja, ja, ja. Diese weiße Squaw kommt aus Germanien, der Heimat Old Shatterhands, ja? Und sie heißt Medi Riel. Guten Abend. Oh! Bleichgesicht ist weiße Taube. Uff, ja. Und da drüben sitzt Monika Sundermann, sie kommt aus dem Schwabenlande, die Squaw. Ursprünglich ein Kind der Beroliner von der Spree. Uff, uff! Berlin gibt's jetzt auch als Spree? Naja, so beinahe schon. Halt, aber dennoch hier bleiben, Vater. Ich darf sagen, er spielt in der 4. Runde die Szene mit. Das ist der Sprecher unserer Jury, Eckehard Fritsch. Ist doch nicht nötig. Nun, Sie merken, ja, das ist unsere Palma Christi. Vielen Dank, Monika. Wir haben ja einen Wettbewerb, falls Sie mitmachen zu Hause. Ich will Ihnen sagen, wie hoch unsere jetzt schon hier ist, die wir mit eingepflanzt haben. Die ist 46 cm. Möglicherweise ist bei Ihnen zu Hause die Palma Christi schon höher. Im Juni gebe ich bekannt und dann schreiben Sie uns, wie hoch Ihre Pflanze ist. Und die drei höchsten Pflanzen, also die Sie besitzen, die wollen wir hier dann einladen. Ansonsten, Sie merken hier schon an unserer Dekoration Frühling, wenn es auch draußen manchmal noch nicht so weit ist. Wir haben uns gesagt, heute soll richtig eine schöne, frühlingshafte Sendung werden. Und dann noch etwas. Wissen Sie, es gibt Dinge, die gibt es eigentlich gar nicht. Beim letzten Mal haben Dagmar Berghoff und Dr. Günter Ziesel gewonnen. Alle 8 Kandidaten spendeten dann ihren Gewinn. Dr. Ziesel hat es angesagt. 10 Waisenkinder der Familie Kasbauer. Das sind Waisenkinder gewesen. Und er bekam 3 Tage später einen Brief, stand nur in dem Brief drin, für die 10 Waisenkinder. Und er enthielt 10.000 Schilling. Das sind mehr als 4.000 Mark. Wir haben das Geld überwiesen an die 10 Kinder. Ich möchte aber noch einmal Ihnen, da Sie ja anonym geschrieben haben und wir uns nicht direkt bedanken können, hier über den Bildschirm Dank sagen. Sie haben ein gutes Werk getan. So. Wir steigen ein in die erste Runde, Kurzweil gegen Konzert, und da begrüßen wir 2 Damen, die wirklich für Kurzweil sorgen, mit Wort und Gesang. Beide sind auch beim Fernsehen. Die eine hat im Fernsehen schon sehr viel Prominente interviewt, damals, heute nennt man das Talkshow. Die andere haut in vielen Verkleidungen als Klimbim-Mutter auf die Pauke. Bei uns Margot Hilscher und Elisabeth Volkmann. Margot, was ist das da für ein Orden? Darf ich? Ja, den habe ich mir selbst verliehen. Das ist ein Tapferkeitsorden. Wofür? Für 29-jähriges Zusammenleben mit dem gleichen Mann. Selbst verliehen, einfach. Nun, ich glaube, ich muss da noch eine Frage stellen. Margot, Sie sind mit Friedrich Mayer, einem Komponisten, verheiratet. Künstlerehe ist sowieso sehr schwierig. Ja. Wie ist das bei Ihnen? Nun, ich habe da ein Motto, an das habe ich mich eigentlich strikt gehalten und das kann ich nur weiterempfehlen. Es heißt, eine kluge Frau lernt bei Zeiten, ihren Mann ohne Grund zu bewundern. Oh, das muss man erst richtig mitbekommen. Eine Frage noch, ich weiß, Sie
sind dabei, ein Buch zu schreiben. Kommen da auch so kluge Sätze vor? Ja, also ich schreibe ein Buch für den dicke Lilly Willi und ich hoffe, dass ich ein genauso gutes Kind für seinen Verlag sein werde. Ich habe da eine ganze Menge gesammelt und vor allen Dingen also für Frauen, denn wir leiden ja eigentlich mehr als Männer in der Ehe. Zum Beispiel ein Spruch und eine Erkenntnis, eine weise Erkenntnis. In der Ehe tauscht die Frau die Aufmerksamkeit vieler Männer gegen die Unaufmerksamkeit eines einzigen ein. Oh, also mehr Sprüche möchte ich jetzt nicht hören. Elisabeth, Klimbim, es wird sehr viel geblödelt, großartig, die Sendung kommt sehr gut an. Werden Sie eigentlich privat noch ernst genommen? Nein, die Leute glauben immer, ich schlage auf der Straße einen Purzelbaum. Ja, das ist also man... Sie sind enttäuscht ein bisschen, ja. Aber Sie spielen auch Theater, was werden Sie als nächstes machen? Jetzt im Herbst eine Tournee mit Tschechow-Einaktern und das ist mal... was ganz anderes als Klimbim. In einer Zeitung stand mal, wenn Sie Zeit haben, dann reiben Sie sich von oben bis unten mit Mandelöl ein. Ja. Ist das so? Ja. Weil ich bin ein Mann. Was hat das für Vorteile? Naja, man rutscht schön aus drauf und es macht eine glatte Haut. Aha, das, und wie lange muss das draufbleiben? Ja, man kann staubsaugen, putzen und alles machen. In der Zeit ist es auch wo sehr das praktisch. Einzieht, ja? Das stelle ich mir vor. Noch etwas und dann geht es los mit dem Raten. Sie sprechen jetzt so normal. Bei Klimbim haben Sie so eine schrille Stimme. Können Sie das einmal noch vormachen, dass die anderen auch wirklich sehen, das ist die Klimbim-Mutti? Ja, mein liebes, reizendes Hänschen Rosenthal. Ein so reizendes Kerlchen wie Sie wollte ich mir immer schon einmal zur Brust nehmen. Bitte, danke. So. Liebe Zuschauer, es bleibt natürlich bei uns bei, unsere Gäste können Sonderpunkte vergeben, wenn sie glauben, dass eine Leistung besonders gut war. 10 haben ein Kabel mit einem Knopf, wenn 8 davon, also 80% der Meinung sind, die Leistung war besonders gut, aber wirklich nur, wenn sie besonders gut war, dann leuchtet hier ein grünes Licht auf und dann sagen wir, das war spitze, wir können das mal vielleicht vorführen, wenn Sie so nett sind, bei 3 einmal den Knopf zu drücken. 1, 2, 3. Also das wäre gut und Sie sind der Meinung, das war... Spitze! Ja, also das klappt schon gut. Vielleicht schaffen Sie solche Spitzenleistungen. Frage 1, es geht los. Nachbarschaftshilfe ist für uns alle ja ein Begriff. Für welche Dienste nehmen Sie Ihre Nachbarn in Anspruch? Elisabeth beginnt. Dalli, Dalli. Einkaufen. Kanarienvogel bewachen. Abfall runterbringen. Blumen gießen. Kartoffeln einkaufen. Teppiche zusammenrollen. Schürzen säubern. Haustür beobachten. Vor der Tür aufpassen, dass keiner reinkommt. Polizei rufen, wenn was los ist. Zum Kochen. Den Keller nachschauen. Ja, die scheint bei Ihnen wohnen zu müssen, wenn sie so viel machen muss. Wir hatten einmal Kartoffel einkaufen und einmal einkaufen. Also 1 müssen wir abziehen, bleiben 11. Ja. 11. Alles, was Sie jetzt sagen, war 11, aber sehr gut. Alles, was an 10 rankommt oder drüber, ist bezeichnet als gut. Sie haben Ihren Wagen in die Werkstatt gebracht. Was ist an Ihrem Auto alles nicht in Ordnung? Ja, das wollen wir von Ihnen wissen. Da Sie nicht nur ein Wort sagen können, Reifen, sondern das auch ein bisschen erklären müssen, geben wir 20 Sekunden Zeit. Margot beginnt. Dalli, Dalli. Zu wenig Luft auf dem Reifen. Sitz klemmt. Die Felge fehlt. Tür geht nicht auf. Bremse hakt. Es regnet rein. Das Öl tropft. Die Decke unten am Boden ist kaputt. Kühlerwasser läuft. Der Sitz lässt sich nicht vorschieben. Ventilatorriemen ist ausgeleiert. Oben zieht's rein. Schiebedach klemmt. Ich rutsche immer aus, weil da ist ein Nagel raus. Reserve. Ja, genügt. Der Nagel ist raus. Das ja, ich darf dazu mal sagen, es würde viel weniger Reparaturen geben, wenn die Menschen von heute in Autos von morgen nicht auf Straßen von gestern fahren müssten. Sehr hübsch gesagt, Ecki, aber ich bin froh, dass Sie keine Firma gesagt haben. Das hätte Ärger gegeben. Es waren 14, Brigitte. Ja, für das herrliche Wrack geben wir auch 14 Punkte. Na, 14 mal 11 sind 154 Punkte. Und nun alles mal 154. Ich sagte schon, Frühling. Es soll eine Blumenrunde gespielt werden. Unsere Damen sollen Tulpen stecken. Und ich habe eine Meldung gelesen, ist vielleicht für Sie auch interessant. Die Bundesrepublik Deutschland ist das größte Blumenland Europas, nicht nur im Kaufen, sondern überhaupt. 1951 hat jeder Bürger für Blumen, im Durchschnitt natürlich, 8 Mark ausgegeben. Und was glauben Sie, wie viel 1976? 85 Mark. So hat sich das gesteigert. So, Sie kommen mit. Wir haben hier Tulpen. Einmal rote, einmal gelbe. Sie dürfen jeweils 2 nehmen, eine rote, eine gelbe. Sie setzen die Schuhe aus. Ja, das können Sie auch, wenn Sie schneller sind. Und hier jeweils hineinstecken, immer 2 zusammengeben, einen Punkt, muss immer eine rote, eine gelbe sein. Sie nehmen dieses Herz
und sie dieses Herz. Ja. Alles verstanden? Alles verstanden. Achtung, Dalli, Dalli. Noch 28 Sekunden, immer eine rote, gelbe, jede Dame zu ihrem Herzchen. Sie denken an die 29 Jahre, Margot. Oh, es wird jetzt schon schön bunt. Noch 12. Noch 5. Oh, danke. Stopp! Das auch reicht. Wollen wir das noch mitgehen lassen? Ja, schön. Sie kommen zu Ihrem Platz. Darf ich Sie bitten, wieder Platz zu nehmen? Hier ist eine rote, die möchte ich auch noch aufheben. Monika, damit ich... Bitte schön. Wir kommen gleich zur Wertung. Es soll ja bei uns alles Dalli-Dalli gehen. Diese ist abgebrochen. Wollen wir sie dennoch zählen? Ja, es ist ja drin. Gut, also 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ja, mit meiner sind es 20. Na, dass Sie diese Blume haben, hätte ich mir eigentlich denken können. Also 19. 19. 2926. 2926 Punkte. Da haben Sie sehr viel vorgelegt. Ich möchte Ihnen gratulieren, wir machen gleich weiter, aber ich habe einen Zettel bekommen, wahrscheinlich habe ich in der Aufregung, weil die Summe so hoch war, nicht die richtige Summe gesagt, also nicht 10.000 Schilling waren in dem Briefumschlag, sondern 30.000 Schilling, also über 4.000 Mark, falls da jemand nachrechnet, in deutscher Mark habe ich es ja richtig angesagt. Nun also, Konzert, und wie der Name schon sagt, haben wir es jetzt mit zwei Musikfachleuten zu tun, Musikkenner kennen diese beiden, einmal Österreich, einmal Deutschland, natürlich über diese Grenzen hinaus bekannt. Der eine wurde mit seiner Jazzband weltberühmt, der andere ein sehr bekannter Komponist, Arrangeur, und er leitet seit vielen Jahren das Südfunk-Tanzorchester in Stuttgart. Hier sind Fatty George und Erwin Lehn. Erwin. Fatty George, Sie sind aber Wiener. Ja. Ist das der ursprüngliche Name? Ja, eigentlich ist der Name Franz Pressler gewesen, aber die Amerikaner konnten ihn nicht aussprechen, so haben sie mich umgetauft auf Fatty George. Warum Fatty, weiß ich bis heute nicht. Ich habe allerdings 170 Kilo gewogen damals. Ja, sagen Sie mit dem Kilo, da wollte ich sowieso noch drauf kommen. Ja? Sie sollen in einem Jahr insgesamt 60 Kilo, also 120 Pfund abgenommen etwas haben. Etwas mehr, ein paar Kilo waren es mehr. Aber mehr, wie viel? Also 100? Es waren 126 Pfund, genau. In einem Jahr? In einem Jahr, natürlich nicht. Das sind ja 52 Wochen, jede Woche ungefähr 200 Pfund. Im Monat ca. 5 Kilo, das ist das Maximum. Ja, einen Moment, nicht das müssen wir nochmal genau. Monika, komm doch mal hierher. Die Monika haben Sie abgenommen mit Haut und Haaren in einem Jahr. Johnny, kann man sich das vorstellen, eine ganz tolle Leistung. Aber das ist natürlich wichtig. Ich würde trotzdem niemandem empfehlen, das selbst zu machen. Ich war in Wien beim Dr. Rieger, der hat 100 Freunde von mir auch abgemagert und das ist auch für Gesundheit sehr gut. Und das, den Rest macht der Schneider. Ne? Ja. Das ist sehr gut. Fettis Saloon war mal ein Begriff, der ist zu, ja, aber Sie geben jetzt schon wieder ein neues Konzert. Ja, und zwar am 15. Mai, ich sage es nicht wegen der Reklame, es ist nur wegen der Werbung, ja. Um 11 Uhr Vormittag im Gartenbaukino in Wien. Und das dann nur ist genug. Sie spielen das Instrument, haben wir noch nicht angesagt, die Klarinette, und ich hatte gebeten, dass Sie Ihre mal mitbringen. Ich wollte gern etwas vorführen. Ja. Sie sind Jazzmusiker, wenn Sie einmal ganz kurz eine Melodie normal, also Tanzmusik oder normal vorspielen und dann Jazz, aber ganz kurz. Für uns normal ist es eigentlich eh normal. Ja, dann probieren Sie es mal. Irgendwas. So, und jetzt das, wenn Sie es... Ja, jetzt, danke, danke, genügt, genügt. Sie brauchen jetzt hier nicht weiter abzunehmen, wenn Sie das... Sehr schön. Erwin Lehn,
Auch da muss ich Ihnen etwas erzählen. Wir waren schon vor 30 Jahren beim Berliner Rundfunk zusammen. Ich war da so ein kleiner Steppke-Aufnahmeleiter. Erwin war schon beim berühmten RBT-Orchester. Das gab es damals dort im Berliner Rundfunk unter Leitung von Michael Jari. Ja. Und Sie waren der Pianist. Ich war der Pianist. Aber Sie haben auch damals gleich viel komponiert. Ich habe damals einen Schlager geschrieben für Bully Buland. Gib mir einen Kuss durchs Telefon. Richtig, das war ein sehr berühmter. Heinrich spielt ihn gerade. Unser musikalischer Leiter Heinrich Riedmüller. Und heute auch dabei die Götz-Wendland-Kombo. Ja, der Heinrich hat das richtig drauf, den Schlager. Ja, Heinrich war übrigens mein Nachfolger damals im RBT-Orchester. Ach ja, der war damals auch, nachdem Erwin ging, war Heinrich der Pianist. Der Pianist, ja. Mhm. Aber ich will nicht nur Musik ansprechen, sondern vor allen Dingen Erwin Lehns Fußballliebe. Er ist ein Fußballfanatiker, ich muss Ihnen das genau erklären. Er ist nicht nur für Stuttgarter Kickers, auch VfB Stuttgart, das sind ja die beiden Vereine. Wenn wir Sonnabendnachmittag Probe haben, irgendwo können Sie sicher sein, neben dem Dirigentenpult steht ein Transistorradio, mit der linken Hand wird dirigiert, mit der rechten Hand wird das Spiel verfolgt. Ist so. Wird der VfB Stuttgart in die erste Bundesliga aufsteigen? Ich hoffe und ich würde auch 1860 die Daumen drücken, dass er in den Aufstiegsspielen. Denn, ach, Sie meinen, Stuttgart wird Erster, 60 wird Zweiter. Er sagt das. Ja, natürlich. Unseren deutschen Freunden kann ich gleich noch etwas sagen. Franz Beckenbauer wird in der anschließenden Sendung in Deutschland dabei sein, im Sportstudio. Und nun haben Sie haben doch auch mal Klarinette gespielt. Ja, das ist aber schon sehr lange, das ist schon 30 Jahre her. Seitdem nie eine Klarinette in der Hand gehabt? Naja, in der Hand gehabt, mal so. Aber nicht aber gespielt? Nicht mehr gespielt. Ja, dann wollen wir es noch mal sehen, ob Sie es können, nachdem er gespielt hat. Irgendeine Melodie, Sie brauchen nicht mehr, wenn Sie das schaffen. Das Pausezeichen des Süddeutschen Rundfunks. Bitte. Danke, der Erwin kann es noch. So, und nun wollen wir einsteigen. Es geht gegen 2926 Punkte. So viel haben die beiden Damen vorgelegt. Sie müssen sich also konzentrieren und, wenn ich das Wort sagen darf, auch noch dabei sehr, sehr anstrengen. Nachbarschaftshilfe ist für uns alle ja ein Begriff. Für welche Dienste nehmen Sie Ihre Nachbarn oder Nachbarin in Anspruch? Erwin beginnt. 15 Sekunden. Dalli, Dalli. Blumen gießen. Knopf annähen. Post aus dem Kasten nehmen. Socken waschen. Licht ausschalten. Schuhe putzen. Im Garten nachschauen. Garten spritzen. Rasen mähen. Rasen noch kürzer mähen. Blumen beschneiden. Stopp, haben ganz auch ganz schön zu tun. Ja, ich glaube, die Herren haben Schiller etwas verdreht. Es kann der Beste nicht in Frieden leben, wenn ihm die schöne Nachbarin gefällt. Aber ich glaube, einen noch kürzeren Rasen müssen wir abziehen. Bleiben 10. 10. Alles, was Sie jetzt sagen, mal 10. Die anderen waren bei 11, also Sie sind noch sehr dicht beieinander. Sie haben Ihren Wagen in die Werkstatt gebracht. Was ist an Ihrem Auto alles nicht in Ordnung? Sie beginnen jetzt. Und zwar sollen Sie nicht nur ein Wort sagen, nicht nur Reifen, sondern auch das erklären. Daher geben wir 20 Sekunden. Also ein Wort noch dazu. Dalli, Dalli. Lenkung kaputt. Radmutternlogger. Bremse kaputt. Lichtmaschine kaputt. Zündspule kaputt. Polster zerreißen. Pneu kaputt. Lenkung klemmt. Hupe kaputt. Stoßstange verbogen. Linker Scheinwerfer kaputt. Rechter Scheinwerfer kaputt. Rückscheinwerfer kaputt. Ja, es reicht. Was an Ihrem Wagen los ist, das ist schlimm. Einmal eine doppelte Lenkung ab. Bleiben 12. 12. Doppelte Lenkung ist weg. 10 mal 12 sind 120 und jetzt alles mal 120. Sie sollen Tulpen stecken. Wir haben zwei Herzen. Sie können ja denken, es ist für Ihre Frauen. Und zwar jeweils eine rote nehmen und eine gelbe. Hier sind diese Blumen. Sie dürfen jeweils nur zwei nehmen. Eine rote, eine gelbe. Erwin, vielleicht dieses Herz. Ja. Fetty George nimmt dieses Herz. Hier sind immer zwei parallel, schon vorbereitet und da müssen die Blumen hinein. So viele Doppelblumen Sie hineinstecken zur gleichen Zeit. Beide zusammen, 60 Sekunden und eine rote, eine gelbe immer. Achtung, Dalli, Dalli. Drei, sechs Punkte haben wir schon. Oh, das
Herz rennt weg. Ich halte es fest. Noch 16 Sekunden. Aber es wird schon bunt. Noch 7. Aus. Aber fein. Wenn Sie so viel Blumen Ihren Frauen schenken, dann werden die beide glücklich sein. Sie dürfen Platz nehmen. Und schon wird gewertet. Die Jury guckt zu. Wir haben hier, die zwei gehören zusammen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ja, ist es richtig mitgezählt? 21 mal 120. 2520. 2520, Sie waren großartig. Aber die Damen waren noch ein bisschen besser. Sie spielen nachher mit in den dritten Platz mit 2520 Punkten. Sieger die Mannschaft Kurzweil, Margot Hilscher und Elisabeth Volkmann. Sie sind im Finale. Nun, wir haben vorhin ja gehört, was so an einem Auto alles defekt sein kann. Wir wollen auch bei diesem Thema bleiben und dabei die Bekanntschaft mit einem Berliner Liedermacher erneuern. Es ist Ulrich Roski. Er begleitet sich selbst, ich kann heute nicht sagen Flügel, sondern Piano, Sie werden das merken. Und als wir vorhin in der Kantine waren, da sagte jemand, außer den Liedern gefällt mir so gut bei Ulrich Roski, er spricht so deutlich. Das werden Sie auch merken, möglicherweise liegt es auch an der Schule, er ging in Berlin ins französische Gymnasium. Mit ihm Reinhard May, ist ja auch ähnlich, und Jasmin Bonin, können Sie sich vorstellen, wie die Schulfeiern da aussahen. Also nun erzählt er uns etwas von seinem Auto, was es da so alles auf sich hat und was da so passierte. Er kann wirklich ein Lied davon singen. Für Sie nun Ulrich Roski. An meinem Scheibenwischer klemmte mal ein Brief, darin lud man mich höflich ein, mein Auto umgehend vorzuführen beim technischen Überwachungsverein. Und um der Volksweisheit Rechnung zu tragen, dass guter Rat teuer sei, fügte man der Einladung noch eine bereits ausgefüllte Zahlkarte bei. Ich will hier nicht für meinen Wagen werben, weil das doch bloß immer Ärger nach sich zieht. Doch ich kann andeuten, dass er einem heimischen Schwimmvogel nicht unähnlich sieht. Diese Type ist beim TÜV so gut wie chancenlos, doch manche hat schon unter der Hand seine Karre durchgeschleust, indem er einen 50-Markschein an den Auspuff band. Ich denke, fährst du mal gleich hin, schlag die Tür zu, da fällt vorne links der Kotflügel ab. Das ist ärgerlich, weil ich gerade letzte Woche schon den rechten verloren hab. Damit der Prüfer sich nicht gleich von solchen Äußerlichkeiten beeinflussen lässt, hefte ich das Ding unauffällig mit ein paar Streifen Lassoband fest. Von einem Mann im weißen Kittel wird der Wagen so geschickt auf den Prüfstand gelenkt, dass das rechte Vorderrad graziös und voller Anmut in die Grube hängt. Der Mann steigt aus und fragt mürrisch, was es denn da eben zu lachen gab. In dem Moment fällt mir ein, dass ich den 50-Markschein leider doch vergessen hab. Nun mäkelt er an allem rum und macht Kreuzchen auf seinem Prüfungsbericht. Es fängt schon damit an, dass der Verbandskasten irgendeiner Norm nicht entspricht. Da hab ich gar nichts mehr zu tun, entgegne ich heiter und unbesorgt. Den hab ich mir sowieso bloß für den heutigen Termin von meinem Tankwart geborgt. An den Sicherheitsgurten nörgelt er weiter, sei ja gar kein Verschluss. Ich erklär ihm, dass man einfach die beiden losen Enden zusammenknoten muss. Das Abblendlicht geht nicht und ich sag ihm, das ist auch kein Malheur. Ich bin von Hause aus nachtblind und fahr bei Dunkelheit ohnehin nach Gehör. Als er das Auto dann von unten angeguckt hat, macht er ein betrübtes Gesicht. Er sieht nur Pappe statt des Bodenblechs, ich tröste ihn, na wenigstens rostet die nicht. Um mir eine Chance zu geben, fragt er, ob wenigstens die heizbare Heckscheibe geht. Ich sag, na klar, jedenfalls wird der entsprechende Schalter immer heiß, wenn man ihn dreht. Schließlich nuschelt er noch, die Hinterräder hätten gar kein Reifenprofil mehr. Ich
Nachruf verärgert. Hören Sie mal, junger Mann, Ihr Profil gibt ja nun auch nicht viel her. Dann wird mein Auto auf den Hof geschoben und man schickt mich zu Fuß nach Haus. Also demnächst wähle ich mir meine Einladungen aber etwas kritischer aus. Das war Ulrich Roski. Und ich will noch anfügen, das mit dem 50-Mark-Schein ist natürlich ein Ausnahmefall. So was gibt es nicht. In Wirklichkeit eine kabarettistische Übertreibung, damit mir die beim TÜV-Arbeiten alle nicht böse sind. Ich möchte Ihnen nun die nächsten vier Kandidaten dieser Sendung vorstellen. Zwei Politiker, zwei Schauspieler, Konferenz gegen Kulisse. Eine prominente bayerische Politikerin, jetzt Staatsminister im Auswärtigen Amt. Er ein Wirtschaftsexperte, ehemals Generalsekretär seiner Partei, jetzt Präsidiumsmitglied bei uns in einer Koalition. FDP und CDU, SPD schaut diesmal zu. Wir begrüßen Frau Dr. Hildegard Hamm-Brücher und Herrn Professor Dr. Kurt Biedenkopf. Ich habe Sie vorgestellt, Staatsminister. Man weiß, es gibt einen Außenminister, Genscher. Er ist gestern in Indien, soviel ich weiß, Ehrendoktor. In Madras, Ehrendoktor geworden. Aber nun Staatsminister. Ich weiß, parlamentarischer Staatssekretär und Sie sind Staatsminister. Was hat es da auf sich? Ein Staatsminister ist auch nur ein parlamentarischer Staatssekretär und nur wegen des internationalen Protokolls haben wir den Titel eines Staatsministers. Aha, dann habe ich wieder etwas gelernt. Sie sind Staatsminister gibt es sonst nur in Bayern und die sind immer von der CSU. Insofern bin ich ein Ausnahme. So, Sie sind Doktor der Chemie. Ja. Und ich habe gelesen, Doktorarbeit, da kommt irgendwas vor mit Hefe-Mutterlaugen. Oder ich konnte den Titel nicht behalten. Was war Ihre Doktorarbeit, das Thema? Ich habe eine Doktorarbeit gemacht über einen wichtigen Bestandteil der Hefe. Das sind die sogenannten Sterine, die bei Bestrahlung in Vitamine übergehen. Und da gibt es Nebensterine, die heißen die verborgenen Sterine. Und ich habe eines gefunden, das heißt das Kryptosterin, das verborgene Sterin. Und das habe ich versucht zu isolieren und zu untersuchen. Also wenn ich Sie jetzt ein bisschen sprachlos ansehe, ich bin sprachlos, ich verstehe das. Ecki hat es verstanden? Genau. Ja, natürlich, er hat es verstanden. Und er soll auch ein bisschen Hefe essen. Sie haben das sicherlich Hefe schon... Hefe ist gesund. Hefe ist gesund, ja. Das haben wir damit gleich auch gesagt. Mhm. Ich weiß, Sie haben das schon hunderte Mal gehört, Sie sind in der FDP, Ihr Mann ist in der CSU, Sie können das sicherlich schon gar nicht mehr hören, aber wie ist das mit den Kindern? Könnte es vorkommen, dass also die Kinder sagen, nachdem die Eltern sich zu Hause ein bisschen streiten, wir gehen lieber dann in die SPD? Also erstens haben wir eine Koalition, die außerordentlich lange hält und gut hält. Und die Kinder sehen, dass so eine Koalition gut hält. Das heißt, dass sie auch sich orientieren können dort, wo sie wollen. Und wir nennen das unser süßes Wahlgeheimnis. Ah, so, jetzt kommen wir zum anderen süßen Wahlgeheimnis. Herr Professor Biedenkopf, Sie waren Generalsekretär der CDU. Jetzt sind Sie Präsidiumsmitglied und Sie sind, soviel ich weiß, Spitzenkandidat bei der kommenden Wahl bei der westfälischen CDU. Heißt das, dass Sie in die Landespolitik gehen wollen? Das heißt, dass ich auch in die Landespolitik gehe. Auch, also Sie wollen beides machen? Ja, ja. Und Sie waren mal Rektor der Bochumer Universität. Mhm. Wie kamen Sie mit den Studenten aus? Ich kam mit den Studenten sehr gut aus, in vielen Fällen besser als mit den Professoren. Mhm. Aber mit den Gewerkschaften, da ist es nicht ganz so gut, glaube ich. Da gibt es doch so ein bisschen Trouble. Am liebsten hätte ich ja Heinz Vetter als Ihren Partner, nee. Aber Frau Dr. Hamm-Brücher hat es auch in sich, muss ich sagen. Das eine wäre interessant, das andere ist charmant. Und was war mit den Gewerkschaften? Kommen Sie gut Sie meinen, was ist mit den Gewerkschaften? Ist noch, ich dachte, es wäre schon vorüber. Nein, wir sind in verschiedener Hinsicht verschiedener Meinung. Hm. Und wer kritisiert wird, hört das nicht gerne. Das ist ja nicht nur bei den Gewerkschaften so. Auch bei der Politik. Ja, auch beim ZDF. Auch beim ZDF, natürlich. Und
Und so gibt es Meinungsverschiedenheiten, aber in allen wichtigen grundsätzlichen Fragen. Sie haben 4 Kinder. Wollen Sie sich auch organisieren? Möglicherweise in der Gewerkschaft? Ich habe gehört, dass Sie das vorhaben. Die wollen in die Gewerkschaft? Nein, nicht in die Gewerkschaft. Die wollen wahrscheinlich selbst eine machen. Ach so, zu Hause. Das ging auch. Wir müssen einsteigen ins Spiel. Konferenz gegen Kulisse. Ich bin gespannt, wie unsere beiden Politiker abschneiden. Also Koalition, obwohl ja heute wieder, ich habe gerade Herrn Mischnick gesehen, gesagt wurde, Hessen bleibt ganz klar, wird eingehalten. Also, Frage 1. Sie wissen, im Ping-Pong-System hin und her. In diesem Jahr wird noch ganz groß das Jubiläum 100 Jahre Tonträger gefeiert, quasi 100 Jahre Schallplatte. Was fällt Ihnen ein, wenn Sie den Begriff Schallplatte hören? Sie Nadel. Beginnen, Moment. Ach so. Dalli, Dalli. Nadel. Teller. Platte. Tonarm. Musik. Trichter. Sprache. Kurbel. Hörmuschel. Motor für den Plattenteller. Apparat. Gitarre. Ja, das waren 12. Ja, aber eine Platte ziehen wir ab, bleiben 11. 11. Ja, Sie also, wissen, dass ich Sie nicht gerne unterbreche, aber wenn ich das Wort Schallplatte höre, dann denke ich an Sie. An mich? Warum an ja, mich? Ja, wenn Sie gut aufgelegt sind, verbreiten Sie Freude. Ah, der hat immer mit seinen... Also 11 haben wir, machen lieber weiter. Stellen Sie sich vor, Sie können einen Abend nach Ihrer Wahl mit einer oder mit mehreren bekannten Personen verbringen. Mit wem würden Sie beide gern zusammen sein? Da sind wir sehr neugierig. Sie beginnen jetzt, 15 Sekunden. Dalli, Dalli. Beckenbauer. Thomas Mann. Genscher. Golomann. Kohl. Hesse. Strauß. Heuss. Schmidt. Dehler. Frau Hambrücher. Herrn Biedenkopf. Na, das kam ja noch genau richtig. Das bedeutet, Sie sind der Meinung, diese Leistung war Spitze. Also ein Punkt dazu, dann hätten wir 13. Ja, erstmal. Aber mit 3 Personen ist es nicht mehr möglich auszugehen. Mit welchen? Bitte mit Heuss, mit Thomas Mann. Thomas. Und mit Herrn Dehler. Nun gut, ich habe nicht gesagt, leben Sie jetzt, dann müssen wir das gelten lassen. Dann stimmt. Stimmt. Gut, dann, gut, stimmt. Dann wollen wir es gelten lassen, aber auch bei den anderen. 13, das ist ja so mit dem, wem Sie gern gesprochen hätten. 11 mal 13, 143. Und nun sollen Sie beide einen Elefanten vorwärts bewegen mittels einer Schnur. Darf ich Sie bitten, mir zu folgen? Und zwar wir haben eine sehr dünne Achse. Sie müssen drehen und damit geht der Elefant, also kommt er vorwärts. Jeweils 50 Zentimeter, die Sie vorwärts bekommen, gibt es dann einen Punkt. So lang drehen, wollen Sie beginnen, ersten 30 Sekunden, Sie können hier, Sie können hier, Sie können beide zusammen. So lang ist ein Pfeil da. Wollen Sie da drüben? Ich mache gar nicht. Ja, Sie machen dort. Und ich will mal schauen, da haben wir ja die Birgit. Sie sollte kommen. Birgit, kommst du mal zu mir? Du darfst auf dem Elefanten reiten. Willst du dich da hinsetzen? Ja, da haben wir die Steigbügel. Macht das Elefant, gefällt dir denn überhaupt der Elefant, Birgit? Ja. Ja, der ist so dein Typ, ja? Hast du ihm schon einen Namen gegeben? Ja. Wie heißt er denn? Jumbo. Jumbo, also Jumbo. Jumbo. Jumbo war ein Elefant. Also Sie müssen drehen. Achtung, nach 30 Sekunden Wechsel. 50 Zentimeter jeweils, angefangene 50 Zentimeter jeweils ein Punkt. Dalli, Dalli. Ja, 2. 10 Sekunden sind vorbei. Gut. Macht mal ein bisschen Dalli Dalli, sonst bekommt ihr nicht den großen Preis. Noch 5 Sekunden. Achtung und Wechsel. Ach, ist das schön. Oh, ist das schön. 15. Noch 10, das ist ja gar nicht möglich. Noch 7, 4, 2, 8. Gut, hast du fein gemacht, Birgit. Kannst dich wieder hinsetzen, ja? Machst du es nachher nochmal? Das waren genau 19 Punkte. Und Spitze. Und Spitze geht. Einen Moment, Sie sind der Meinung, diese Drehleistung war Spitze. 20. Und wie viel haben wir dann? 2860. Das wird heute eine super Sendung. 2860 Punkte. Wir gratulieren.
Die Zahl muss auf die andere Seite. Konferenz. Und nun kommen wir zur Kulisse, wie Ihnen der Name schon sagt. Zwei vom Theater, für die wirklich die Bretter die Welt sind, wie es so schön heißt. Beide sind natürlich auch beim Fernsehen, aber mehr Theater. Sie spielte in Berlin, sie spielte in München, in Köln, in Hamburg und war lange Zeit in Zürich am Theater, er auch in vielen deutschen Städten. Und er ist jetzt fest beim Wiener Burgtheater. Ich müsste sagen, Vorhang auf, das geht ja nicht. Tür auf für Dainer Hinz und Frank Hoffmann. Guten Abend. Dainer Hinz, es gibt in Deutschland, glaube ich, oder im deutschsprachigen Gebiet, ich muss Österreich, Schweiz mit hineinziehen, drei, vier Theaterfamilien. Die Familie Hinz gehört dazu. Wer ist alles beim Theater bei Ihnen? Muss ich jetzt alle aufzählen? Na, fangen wir mal an. Wie viele sind es denn? Ja. Nur sieben. Na, sagen Sie mal. Das ist eine Glückszahl, nicht? Mhm. Ja. Also das ist Werner Hinz und seine Frau Emmy Wessel. Das ist das Oberhaus. Ne? Die Eltern. Ja, die Eltern. Und dann kommen wir, das sind die Kinder. Das ist Michael Hinz mit seiner Frau Viktoria Brahms. Das ist Knut Hinz mit seiner Frau Frau Monika Jetter, die Moderatorin ist, also auch in etwa verwandt. Und last not least mein Mann, Georges Weiß, der ist aber Schauspieler, Bühnenbilder und Grafiker. Und ich. Das sind acht. Ja, aber die Moderatorin, das ist also nicht ganz also so. Nein, die Monika, also sieben, die kenne ich nun auch. Sieben Schauspieler. Sagen wir mal, sieben Schauspieler und noch jemand vom Fach. Acht. Sie haben in Zürich Theater gespielt, ja. Soviel ich weiß. Ja. Und wo werden Sie als nächstes spielen? Ja, drehen werde ich als nächstes in Paris. Von hier aus muss ich nach Paris und muss also in Französisch drehen. Sprechen Sie Französisch? Nicht sehr gut. Aber da meine Tochter, die in der Schweiz aufgewachsen ist, sehr gut Französisch spricht und ich ihr immer bei den Schularbeiten geholfen hat, revanchiert sie sich jetzt bei mir und hilft mir bei der Rolle in Französisch. Na, so bitte, ist doch herrlich, wenn die Tochter helfen kann. Zu Ihnen, Frank Hoffmann. Sie sind gar kein Wiener, in Dresden geboren, dann in der Bundesrepublik. Wie kommt man dann nach Wien? Wenn Sie von hier in München die Autobahn nehmen und nach... Ich verstehe schon, aber ich meinte das jetzt beruflich. Beruflich war es so, meine Frau Else Ludwig war vor mir, auch aus einer berühmten Theaterfamilie, Christa Ludwig, die Tante, war vor mir am Burgtheater engagiert und ich habe sie zu einer Premiere besucht und der damalige Direktor, Professor Häusermann, hat mich anlässlich einer Premierenfeier gefragt, ob ich denn meine Frau da alleine lassen wollte. Und hat mir dann einen Vertrag angeboten. Ja. Inzwischen haben Sie bei ORF, österreichisches Fernsehen, eine eigene Fernsehserie. Na, ganz so eigen ist die nicht. Zusammen mit einem Filmjournalisten betreue ich eine Sendung als Moderator. Das ist die Sendung Trailer, die hier in Deutschland bekannt ist, in etwa dieselbe Sendung ist, sie heißt hier Kennen Sie Kino. Also die machen Sie drüben. Ja. Aber in Deutschland im Fernsehen haben wir sie gesehen, in Minna von Bernhild. Richtig, ja. Und was werden Sie jetzt machen? Na, wenn ich die Sendung gut überstanden habe, dann fahre ich nach Bad Hersfeld und spiele dort den Schinderhannes zum Zuckmeierjahr. Und anschließend gibt es eine vierteilige Fernsehserie bei der Bavaria, das Leben von Wallenstein, Biografie nach Golomann. Ja. In zwei Zeitungen Österreichs, das ist die letzte Frage und dann gehen wir ins Raten. Stand, Sie gehören zu den bestaussehenden Männern in Österreich. Was, und die Mädchen umschwärmen Sie, Sie lachen so nett. Was sagt Ihre Frau dazu? Nee, die glaubt es nicht, ich auch nicht. Gut, dann wollen wir. Es geht gegen 2860 Punkte. Jetzt werden Sie staunen. Eine super Leistung. Ich hab schon verzweifelt gehört, dass hier extra Punkte mit Spitze waren. Also ja, hat man das gehört? Die haben einen schalldichten Kabine. Nein, da waren wir schon draußen. Da waren Sie schon draußen, als die Wertung war. Also, cool. In diesem Jahr wird noch ganz groß 100 Jahre Tonträger gefeiert. Ich sagte hier auch quasi 100 Jahre Schallplatte. Deshalb fragen wir, was fällt Ihnen ein, wenn Sie den Begriff Schallplatte hören? Deiner beginnt, 15 Sekunden. Dalli. Geige. Plattenarm. Orgel. Platte. Klavier. Motor. Tenor. Plattenteller. Bass. Karajan. Sopran. Böhn. Koloratursopran. Kubelik. Kratzen auf der Platte. Schlechte Justierung. Die können wir noch mitnehmen, die schlechte Justierung. Ja, aber eine wir wieder abziehen, dann bleiben 15 übrig. 15! Alles, was Sie jetzt sagen, mal 15. Stellen Sie sich vor. Sie könnten einen Abend nach Ihrer Wahl mit bekannten Personen verbringen. Mit wem würden Sie gern zusammen sein? Sie beginnen jetzt 15 Sekunden. Dalli. Rachel Welch. Golda Meir. Erika Pluha. Mein Vater. Meine Frau. Meine Mutter. Gertrud Jessel. Meine Tochter. Meine Tochter.
Leopold Lindberg. Karja. Herr Carter. Kubelik. Mit Frau Dr. Hambrücher. Ja, Frau Dr. Hambrücher nehmen wir noch mit. Sie können dann mit zu diesem Abend werden mit eingeladen. Allerdings, Vater, Mutter wollen wir anrechnen, sind sehr bekannt. Die beiden Töchter noch nicht. Die müssen wir, glaube ich. Ja, das wollte ich sagen. Zwei müssen wir abziehen. Gut, denn ich sage. Das meine Tochter ist eine andere als Ihre. Ja, ja, aber es ist ja noch keine bekannte Person, wenn wir so sagen. Aber Herr Hoffmann, das wird kein Abenteuer, das wird ein teurer Abend. Das ist möglich, ja. Elf bleiben. 11 mal 15 sind 165. Und jetzt sollen auch Sie, wenn Sie mir folgen wollen, einen Elefanten per Schnur vorwärts bewegen. Kommen Sie bitte mit. Und zwar, die Kollegen sind noch fleißig hier beim Arbeiten. Ja, es geht. Hier drehen, rechts oder links, wie Sie wollen. Welche Seite wollen Sie nehmen? Ja, und Sie dann zweiten Teil. Sie die ersten 30 Sekunden. Sie den zweiten, das muss ich mal schauen. Birgit, wollen wir wieder Platz nehmen? Ja, die Birgit nimmt auf dem Elefanten Platz. Und sie macht das richtig wie ein Reiter. Erst kommen die Steigbügel rein. Hast du ja völlig recht. Nicht, sonst kann man gar nicht richtig reiten. Ist es schwer, auf dem Elefanten zu bleiben? Oder kannst du? Nein, ist gut. Also, Achtung. Dalli, Dalli. Doch, bewegt sich. Kinder, ich bin doch keine Schnecke. Noch 3 Sekunden. Wechsel. Oh! Machen Sie mal schneller. Mein Reiter, die Birgit muss ins Bettchen. Noch 5, 4. 2. Aus! Stopp! Also, Birgit. Und da geht die Lampe. Sie sind der Meinung, das war 20 und 1 sind erstmal 21. Und jetzt werde ich dir Folgendes sagen, Birgit. Gefällt dir der Jumbo? Ja. Den kriegst du nachher, nicht? Wenn du ins Bettchen gehst, du gehst ja früher, kannst ihn mitnehmen nach Haus. Ja, schön? Ja. Du hast eine Schwester, habe ich gehört. Darf die auch mal auf Jumbo reiten? Ja, darf auch. Das ist Birgit. Ja, so nett. Du kriegst den Elefanten. 21 mal 165. 3.465. Also, das wird teuer. 3.465. Ich muss dazu etwas ganz kurz erklären. Ich glaube, Sie sind meiner Ansicht. Beide haben ja Zusatzpunkte bekommen. Beide Mannschaften waren wirklich spitze. Also, wenn ich das noch einmal sagen darf. Sie sind aber trotz 2860 Punkten Zweiter, Erster, aber es wird nicht verrechnet mit der Vorrunde. Da kommen dann immer Anrufe und sagen, eigentlich müsste diese Mannschaft im Finale sein, weil sie ja 2860 Punkte hat, aber das ist nicht der Fall, weil ja jede Runde für sich gewertet wird. Um dritten Platz sie im Finale. Wir haben zu dieser Sendung eine Schweizerin eingeladen, die wir von der Bühne, von vielen, vielen Filmen und natürlich auch vom Fernsehen kennen, Lieselotte Pulver. Sie wird hier nicht raten, sie wird heute singen und natürlich nachher auch in der Szene mitspielen. Und sie hat eine Schallplatte herausgebracht, ganz neu. Und in der Schallplatte erzählt sie von den großen Zeiten des Kinos. Und der Titel heißt, das war dieser irre Film. Also dieser Weisheit kann man nur zustimmen. Und zustimmen werden Sie mir auch, wenn ich sage, viel Spaß mit Lieselotte Pulver. Es war ein Herr, er kam aus den besten Kreisen. Der Financier, der sprach nur Schmäh und wollte mit mir verreisen. Das Buch war schwach, da gab's oft Krach, doch irgendwie war alles toll. Ich denk noch heut an diese Zeit, als wir dort drehten im Tirol. Das war diese Ehre, vielleicht etwas wäre dann doch recht famose und ganz grandiose, erst völlig verrückte, beinahe missglückte, der alle entzückte Film. Das war diese Ehre, vielleicht etwas wäre dann doch recht famose und ganz grandiose, erst völlig verrückte, beinahe missglückte, der alle entzückte Film. Das Licht ging aus im Försterhaus, als wir dort zu drehen begannen.
Es gab kein Geld, wir waren verprellt. Dafür gab's 1000 Pannen. Dem Finanzier verging sein Schmäh. Doch irgendwie war alles toll. Wir hatten Spaß, das war noch was, als wir dort drehten im Tirol. Das war diese Irre, vielleicht etwas wäre dann doch recht famos und ganz grandiose. Erst war ich verrückte, beinahe missglückte, der alle entzückte. Das war diese Irre, vielleicht etwas wäre dann doch recht famos und ganz grandiose. Erst war ich verrückte, beinahe missglückte, der alle entzückte. Das Werk kam raus, es gab Applaus. Wir staunten, der Film war herrlich. Der Finanzier, der sprach okay. Ein Werk ganz rein und ehrlich. Auch die Kritik, das war ein Glück, hielt das für Kunst, was wir gemacht. Ich hab nie mehr so laut, so sehr, als ich die Zeitung las, gelacht. Das war diese Irre, vielleicht etwas wäre dann doch recht famos und ganz grandiose. Erst war ich verrückte, beinahe missglückte, der alle zückte. Das war diese Irre, vielleicht etwas wäre dann doch recht famos und ganz grandiose. Erst war ich verrückte, beinahe missglückte, der alle zückte. Das war diese Irre, vielleicht etwas wäre famos und am Schluss ganz grandiose und virtuose, doch inzwischen längst vergessene. Lieselotte Pulver, und dazu muss ich Ihnen noch etwas erzählen. Diese Strümpfe, die habe ich von Eckhard Fritsch bekommen, die hat wirklich Lieselotte Pulver gestrickt. Sie kann das also auch und hat dies, sie spielte mit Eckhard Fritsch in Wien Theater, ihm zu Weihnachten geschenkt. Ecki, tragen Sie diese Strümpfe? Na ja, selbstverständlich, wenn man ein so hübsches Geschenk bekommt, dann trägt man es auch. Aber Sie erwähnten eben die Größe, Sie werden verstehen, dass man sich in diesen Socken so leicht einsam fühlt. Aber Sie haben sie schon getragen. Ja. Das ist nett. Also es ist ein Ulk gewesen von ihr. Sie kann sie natürlich auch passend machen, nehme ich an. Die passen. Ach, die passen. Sie kennen meinen Fuß nicht. Nee, er lebt immer auf großem Fuß. Ich habe das schon gemerkt. Nun kommen wir zum Spiel für zwei. Ausgelost für diese Sendung das Thema Schach. Wir werden ja immer wieder neue Themen auslosen. Wenn Sie mal mitmachen wollen, schreiben Sie uns eine Postkarte. Spielregeln sind so, die Kandidaten haben 300 Mark, von dieser Summe müssen sie setzen, für sie in Österreich 2100 Schilling, na klar, das wird alles dann mal 7 genommen. Ausgelost wurde die Karte von einem jungen Mann, einen jungen, könnte ich beinahe noch sagen, aus Kirchheim-Teck. Es ist Christoph Buhmüller und er hat mitgebracht seinen Onkel Walter Niedermeyer. Christoph? Ja, wollen Sie, Christoph, das Mikrofon halten? Vielleicht können wir noch sagen, in Ihrem Alter, wie alt Sie sind? Ja, 14. 14 Jahre alt. Und Sie spielen Schach? Ja. Seit wievielten Lebensjahr spielen Sie Schach? Ach so, ab 6 Jahren. Und sind ein guter Spieler? Auch einigermaßen. Was machen Sie beruflich, Herr? Ja, ich bin im Kernforschungszentrum Karlsruhe angestellt, bin von Hause aus Physiker, habe mich aber im letzten Jahrzehnt sehr stark mit Computertechnik beschäftigt. Ich will über Kernforschung mit Ihnen nicht sprechen. Nein, bitte nicht. Aber man kann ja Schach auch gegen Computer spielen. Haben Sie das schon mal gemacht? Ja, ich habe mal in einer Messe mit dem Computer Schach gespielt, aber ich interessiere mich rein von der Theorie her mit diesem, befasse ich mich mit dem Thema. Es gibt ja eine ganze Reihe von Anwendungen. Jetzt 1974 ist zum Beispiel in Stockholm mit dem IFIC Kongress Computer gegen Computer gespielt worden, 1975 in Dortmund. Und ich möchte vielleicht kurz dazu sagen, es ist ja so, es haben viele Schachspieler Angst, dass vielleicht der Computer das Schachspiel dominieren könnte. Dem ist bestimmt nicht so. Ich habe mal durchgerechnet, wenn man zum Beispiel ein Schachspiel, das ungefähr 40 Züge dauert, in allen Kombinationen ausrechnen will, dann müsste man 25 mal 10 hoch 115 Kombinationen machen. Bloß für die Zuhörer, dass sie so ungefähr Vorstellung haben, da müssten alle Computer zusammengenommen dieser Welt so mehrere Jahrtausende noch rechnen. So viel ist das. Also ist aber ich habe mal gehört, dass der Minister Matthöfer gegen einen Computer gespielt hat. Ja, das war in der GMD, als er, glaube ich, den neuen Computer einweihte. Da wurde gespielt gegen das Chess. Hat er gewonnen? Oder? Er hat gewonnen, ja. Gegen den Computer? Mit wie vielen Zügen?
Ich glaube, einmal mit 29 und einmal mit 39. Wahrscheinlich, weil er auch sehr unorthodox eröffnet hat. So, da kann man sehr schnell reinlegen. Machen. Christoph, noch eine Frage an Sie. Spielen Sie mit Ihrem Onkel öfter Schach? Ja, wenn ich bei ihm bin. Und wer ist besser? Er. Ja. Und Sie haben Ihren Vater nicht mitgebracht. Spielt er Schach? Ja, der ist dabei, aber er spielt nicht so gut. Ach, deshalb sollte der Onkel mitkommen. Na, warten wir mal ab. Spielregeln sind bekannt. Ich komme nun zum Fragesteller. Und das ist ein Mann, der heute aus Moskau nach München flog. Er ist also vor wenigen Stunden eingetroffen. Ein Mann, der sich auch politisch stark engagiert für die freiheitliche Demokratie. Er lebt jetzt in Berlin. Guten Abend, Ludek Pachmann. Guten Abend, Herr Pachmann. Herr Pachmann, was war in Moskau, wenn Sie das... Das war die Europa-Schachmeisterschaft der Mannschaften, also Mannschaftsmeisterschaft. Also der Länder. Der Länder. Ich habe in der deutschen Mannschaft dort gespielt. Und, wie vielten Platz? Ja, das stand heute früh noch nicht fest. Es hing vom Resultat der letzten Hängepartien ab. Deutschland konnte entweder den fünften oder den sechsten Platz besetzen. Wahrscheinlich hat es gut geendet, ich war nicht mehr dabei. Nun, ich habe mich gewundert, aber vielleicht können Sie es erklären. Sie sind Tschechoslowake, sind hier rübergekommen, aus politischen Gründen, und sind nach Moskau. Bekamen Sie die Einreise? Wie kam das? Ja, eigentlich sollte es selbstverständlich sein, dass ein Schachspieler in einer Schachmeisterschaft teilnehmen kann. In meinem Fall war es nicht so ganz selbstverständlich. Es klappte doch. Vielleicht war ich, einst hat Lenin und Marx Schach gespielt und so sind die Schachspieler ein bisschen privilegiert, nicht wahr? Ach, das könnte sein. Es hat doch geklappt. Viele Leute haben sich gewundert. Ich habe zum Beispiel einen Bekannten aus Prag zufälligerweise bei Besichtigung vom Kreml getroffen. Und er wurde fast ohnmächtig und hat zuerst geglaubt, dass sich in Moskau irgendwie plötzlich die Konterrevolution durchgesetzt hat. Dass er sie gesehen hat. Ja. Nun, lieber Pachmann, seit dem wievielten Lebensjahr spielen Sie Schach? Meine Tante hat behauptet, dass ich die erste Partie auf eine schöne Nachtvase gespielt habe. Also es musste sehr früh sein. Ja, und Großmeister sind Sie. Was muss man können, um überhaupt so Großmeister zu werden? Zuerst muss man genügend verrückt sein, um Schach zu spielen, nicht wahr? Also sind Sie der Meinung, dass man muss verrückt sein, um Schach zu spielen? Ja, ich glaube ein bisschen, aber jeder Mensch ist eigentlich ein bisschen verrückt, nicht wahr? Jeder ein bisschen anders. Also man muss sehr viel Zeit eigentlich für das Schach verschwenden. Man muss unzählige Partien studieren, viele Turniere spielen und auch einige Resultate muss man erreichen. Wollen wir zu unserem Resultat kommen? Ich möchte ganz kurz bekannt machen. Das ist Herr Niedermeyer, Ludek Pachmann, und das ist Christoph. Sie müssen ziehen. Wir haben hier 10 Aufgaben. Einige sind direkt auf dem Schachbrett zu lösen. Ich weiß aber nicht, ob Sie diese Fragen ziehen werden. Bitte sehr. Na, dann mach mal Spitze. Das ist Nummer 1, 2, andere Seite auch mal, 3, nehmen wir noch die. Da ist keine mit einem O bei, das heißt eine Originalfrage. Wollen wir eine mit einem O nehmen? Das wäre natürlich, oder vielleicht irre ich mich auch. Nein, das kann. Wo sind die Fragen mit Schachfiguren? Mit Schachfiguren. Wollen Sie eine mit Schachfiguren nehmen? Und welche wollen wir dann wegnehmen? Das wäre so eine nehmen wir weg. Also eine und die eine mit dem O. Ja. So, diese 4, Sie können die erste schon öffnen. Und wer von Ihnen beiden will mir jetzt sagen, wie viel Geld Sie riskieren wollen? 150. 150 Mark. Herr Pachmann, Sie lesen die Frage vor. Sie spielen eine Turnierparty mit dem Zeitlimit 2,5 Stunden pro 40 Züge. Sie machen den letzten 40. Zug und danach vergessen Sie, die Uhr zu drücken. Was passiert? Sie verlieren die Zeitüberzug. Wer sagt's? Sie verlieren die Partie durch Zeitüberzug. Obwohl der letzte Zug schon durchgeführt wurde. Ja, da muss ein Abgabezug machen. Nein, die Antwort ist richtig, denn der Zug gilt als durchgeführt. Erst wenn die Uhr gedrückt ist. Das ist diese Zeit. Diese also richtig. Schachuhr. Wenn man es nicht drückt. Wenn man nicht drückt, ist der Zug noch, nicht, der beendet Zug noch auch. Nicht beendet. Aber es ist ja richtig, Sie haben gesagt, man verliert, sind 450 Mark. Wie viel wollen Sie nun riskieren? 300. 300 Mark. Bitte sehr. Jetzt wenn kommt Sie eine Frage mit Figuren. Ach, mit Figuren. Dann nehmen wir die jetzt. Zeigen Sie uns auf dem Brett, was der Schachspieler unter einer Gabel versteht. Einer Gabel. Wollen Sie das machen?
Nehmen wir diese oder nehmen wir die schwarzen, ja, dann sieht das die Kamera besser, wenn Sie hier rumkommen. Ja, ja. Ja. Okay. Was ist eine Gabel? Also, ich stelle das jetzt mal Fantasie auf. Ja. Sagen wir eins, mal, hier ja ist der Springer, hier ist der Läufer und Weiß zieht hier auf. Wenn der Bauer rechts und links schlagen kann, das ist richtig, aber zusätzlich nur, ist zum Beispiel das auch ein Gabel oder ist das kein Gabel? Mit Springen. Aber das ist eine Zusatzfrage. Das ist ein Familienschach. Das ist Familienschach. Das ist richtig, auch das ist richtig. Haben wir gar nicht dabei gehabt. Ich merke doch, dass Sie an. Reinhard Mark dazu sind 750. Dritte Frage. Okay. Es gibt eine Schach. 600. Einen Moment, wir müssen jetzt 600. Noch setzen. Wir setzen 600. 600 Mark, bitte sehr. Es gibt eine Schachbegegnung, die als unsterbliche Partie bezeichnet wird. Wie heißt der erste weltbedeutende deutsche Meister, der diese Partie spielte? Wenn Sie den Gegner wissen, wäre es schön, aber das muss nicht sein. Also ich muss dazu sagen, bitte das Mikrofon zum Onkel, ja, Christoph. Es gibt zwei unsterbliche Partien. Die erste ist mit Andersen und Kieseritzky im Jahr 1851. Und dann gibt es noch die Rubinstein. Rubinstein gegen Rot-Levy. Das ist also mehr als richtig. Allgemein wird nur das die erste erwähnt in der Schachliteratur. Er hat zwei. Aber was die mehr ist noch mehr. Ja, bitte schön. 600 dazu, 1350. Und die letzte Frage. Was wollen Sie jetzt riskieren? Sie haben schon 1350 Mark. Ach, gehen wir auf 1000. 1000. 1000 Mark, gut. Was ist ein Gambit? Wer will die Frage beantworten? Ja. Ist eine Eröffnung mit Opfer. Mit Bauernopfer. Eine Eröffnung, wo ein Stein. Mit Opfer oder Bauernopfer wollen Sie? Ist eigentlich meist Bauernopfer. Meist. Richtig. Meist Bauernopfer. Opfer. Gewonnen 2350 Mark. Herzlichen Glückwunsch. Also. Gratuliere. Ja, Sie haben auch mit. Das nächste Mal sollen die Herren mir die Fragen stellen. Herr Pachmann sagt, das nächste Mal sollen die Herren ihm die Fragen stellen. Das können Sie wirklich bald. So, Herr Pachmann, wir haben die Bitte, dass Sie uns helfen, auszulosen, wer das nächste Mal eingeladen wird. Und zwar haben wir diesmal Modelleisenbahn, alle Einsendungen hier, wie immer, auf diese 24 Körbe verteilt. Und wir wollen erst den Korb auslosen. Achtung, Dalli, Dalli. Korb Nummer 21. 21, Monika. Und Sie ziehen. So. Blind muss man spielen hier. Ja, eingeladen. Kennwort Modellbahn. Ich komme mit meinem Sohn. Hans Wiener, Mönckeberg, Letzmann, Teich 1a. Telefonnummer ist auch angegeben. Mönckeberg, Herr Hans Wiener, Sie kommen. Ich möchte mich von Ihnen verabschieden. Wünsche Ihnen noch viele Siege. Und wenn Sie sagen, man muss zum Schachspielen ein bisschen verrückt sein, müsste ich ein sehr guter Schachspieler sein. Ich müsste ein guter sein. Vielen Dank. So, wir haben neu. Segeln, Rock'n'Roll, Hunde, Europapokal, Schallplatte, Alpen. Achtung, wir losen ein neues Thema aus. Dalli, Dalli. Hunde. Also, wer etwas versteht von Hunden, vom Dackel bis zum Schäferhund, dann können Sie sich bewerben, geben Sie den Partner an, Name und Adresse des Partners nicht vergessen. Sie schreiben entweder an das ZDF, Kennwort Dalli Dalli, Postfach 201010, 8000 München 2, oder Sie schreiben an ORF, Kennwort Dalli Dalli, 1136 Wien. Einsendeschluss ist Montag, der 2. Mai. Und nun geht es schon um den dritten Platz, Konzert gegen Konferenz. Sie wissen, wer uns Bilder einschickt, aber es dürfen keine Postkarten sein, es müssen Privatfotos sein, die man geknipst hat, bekommt 100 Mark. Ansonsten, wir decken die Bilder ab, 9 Teile, so viele Teile verdeckt bleiben, wenn Sie die Lösung wissen, so viele Punkte wird dann multipliziert mal 50. Sie können sich jetzt konzentrieren, es geht los. Die ersten 100 Mark erhält Herr Franz Wein, Afrikanische Straße 84, Berlin 65. Dalli, klick! Da meldet sich Frau Dr. Hambrücher. Was ist es Ihrer Meinung nach? Eine Iris. Also? Eine Blume. Ja, welche Blume noch genauer? Eine Iris. Gesatte. Nein, ist nicht richtig. 100 Minuspunkte. Wir machen weiter. Veilchen. Moment, da hat sich gemeldet. Immer warten. Fetty George, was ist Ihr? Veilchen. Ein Veilchen. Wir, eine 3 wären das. 3 Punkte. Wir blenden durch.
Jawohl, ein Pfeilchen. 150 Punkte für die Mannschaft Konzert. Und wir machen gleich weiter. 100 Mark erhält Herr Horst Ulrich, Straßburger Straße 38, Leverkusen 1. Schauen Sie bitte, was könnte es sein? Dalli, klick. Einen Moment, Herr Professor Biedenkopf. Ein Leopard. Sie sagen ein Leopard. Das wären 6 Punkte für Sie. Bitte, liebe Kollegen, zeigt das Bild. Ja! Gut. 300 Punkte, 100 müssen wir abziehen, bleiben 200. Und Sie sind der Meinung, diese Leistung war Spitze. Also 50 Punkte dazu, 250 haben wir. Wir kommen zum dritten Bild. Von Theodor Wöste, 100 Mark für Sie. Kapellenstraße 93 in Wiesbaden. Achtung, Dalli, klick. Wieder Professor Biedenkopf. Ein rundes Bauernbrot. Sie sagen ein rundes Bauernbrot. Ist das ein rundes Bauernbrot? Ja. Nun? Tatsächlich. Ja, tatsächlich. 5 Punkte, 250 dazu. Wir haben jetzt 500. 100 Mark. Hier geht schon wieder das Licht. Sie sind wieder der Meinung. Herr Professor Biedenkopf, die Leistung, nicht Sie. Das darf ich nicht sonst sagen. Die anderen, die sind böse von der anderen Partei. Das war 50 Punkte dazu, sind 600 Punkte, oder sind die schon zugezählt? Die sind schon jetzt dabei. Und Dalli, klick, vierte Foto erhielten wir von Uwe Berger, Weyerner Straße 34, München 90. Dalli, klick. Erwin Lehn. Das sieht nach Queen Elizabeth aus. Queen Elizabeth, Erwin, ich muss 100 Punkte abziehen. Und dabei habe ich gedacht, dass Sie es wissen. Bei dieser Runde dürfen Sie nicht mitmachen. 100 Minuspunkte, es geht weiter. Sie werden gleich staunen, Erwin. Passen Sie mal auf, was da rauskommt. Da lache ich mich scheckig. Achtung, Dalli, klick. Ach so, ich darf nicht mehr. Es geht weiter, die anderen dürfen. Drücken, Sie dürfen drücken. Frau Hambrücher. Das ist ein Fußballer. Hm? Damit haben Sie schon viel gesagt. Ich staune, dass Sie doch dann und wann zum Fernsehen kommen. Ein Fußballer, den Namen müssen wir noch wissen. Aber Vogt heißt er, glaube ich. Vogt heißt er, sie glaubt es. Es ist richtig, Berti Vogt als Queen Elizabeth. Also, 100 Punkte. Erwin Lehn, der Fußballer. Und dann kommt Berti Vogt. 100 Punkte dazu, wir kommen zum fünften Bild. Da will ich nur die Gattung wissen. Wenn Sie die Gattung sagen, genügt mir das. Von Silvia Kirchhoff, Auedeich 67D, Hamburg 95. Dalli, klick. Frau Dr. Hambrücher. Ein Segelschiff. Ein Segelschiff. Wir blenden durch. Richtig, die Goldkopf-Segelschiff. 300 Punkte dazu sind 950 Punkte. Und es geht jetzt weiter. Die letzte Aufgabe, wir zeigen Ihnen Katharina die Große. Ganze Fotos, wir nehmen jeweils von der Maske etwas weg. Erst ohne Zepter, dann ohne Krone, ohne Halsschmuck. Sie sollen erraten, wer sich dahinter verbirgt. Selbe Prinzip sonst, Achtung, wer ist dahinter? Katharina die Große, Dalli, klick. Darf ich es Ihnen sagen, die Maske war so gut. Erwin, komm, rehabilitieren Sie sich. Wer ist es? Aber es gibt keinen Punkt, wir sind schon durch. Wer? Keine Ahnung. Er nickt nur, er kennt sie. Barbara Valentin war es. Also nicht geraten. Macht ja nichts, das ist ja ein Spiel. Und ich finde es immer mal ganz gut, wenn nicht geraten wird, dann wissen unsere Zuschauer zu Hause, da geht es nicht mit irgendwelchen Dingen zu. Das ist wirklich alles genau echt. Und damit haben wir ein Ergebnis. Konzert Vierter, Sieger die Konferenz mit 950 Punkten. Damit die Bronzemedaille. Herzlichen Glückwunsch. Liebe Zuschauer, unsere Sendung ist ja eine Gemeinschaftssendung
österreichische Fernsehen ZDF. Und deshalb freuen wir uns immer wieder, dass wir oft österreichische Künstler dabei haben. Jetzt Waterloo und Robinson. Beide sind nicht nur Schlagersänger, beide haben auch eine kabarettistische Ader. Sie haben wirklich Humor. Und sie berichten uns heute vom Zirkus Lyon. Und dazu wird unser Studio jetzt also zur Manege. Und da sage ich Manege frei für Waterloo und Robinson. Die Pferde sind schäkig, der Flinter ist dreckig, die Stadt steht Kopf, und was da kommt, ist der Zirkus Lyon. Komm, schmink dir die Brauen, heute gehen wir schauen. Hörst du den Lärm? Was da klingt, ist der Zirkus Lyon. Komm aus dem Versteck vor, der Löwe heißt Hector. Der Clown ist Direktor, lach doch mit. Es lachen jenen mit glitzernden Seelen. Verschluck deine Träne, lach doch mit. Die Dame ohne Zwischenraum, der größte Zwerg. Dazu gibt's einen Eis mit Schokolade. Der Seitenzerrell und seine Asche ab. Die Ponys träumen fleißig im Manegentrab. Das ist doch was, das ist doch nicht jeden Tag. Mit Bass und Ginelle. Es geht gleich los. Komm schon mit in den Zirkus Lyon. Lass mir das Zuse. Komm schnell in die Bluse. Du weißt Bescheid. Was es blüht, ist der Zirkus Lyon. Die Finken sind seidig. Der Tiger ist räudig. Die Affen tun freudig. Lach doch mit. Es singen die Schönen in lispelnden Tönen und tanzen beim Gehen. Lach doch mit. Komm aus dem Versteck vor. Der Löwe heißt Hector. Der Clown ist Direktor. Lach doch mit. Die Finken sind seidig. Der Tiger ist räudig. Die Affen tun freudig. Lach doch mit. Es singen die Schönen. In lispelnden Tönen und tanzen beim Gehen, lach doch mit. Komm aus dem Versteck vor, der Löwe heißt Hector, der Clown ist Direktor, lach doch mit. Waterloo und Robinson, und es ist alles gut gegangen. Einige hatten doch Angst, das war ja ein richtiger Gepard. Wir kommen zum Finale, aber vorher unser Fragenlotto. Ein Gast aus dem Publikum kann sich daran beteiligen. Sie wissen ja, Lotto, deshalb Kugeln werden ausgeworfen und jede Kugel enthält eine Frage. Von drei richtigen Antworten aufwärts gibt es einen Preis. Ich will mich umschauen. Wer hat Lust? Da hinten ging ein weißer Arm von einem Herrn als erster hoch. Viertletzte Reihe, der Herr, der jetzt aufsteht, wenn Sie zu mir kommen wollen. Und während er kommt, will ich noch etwas ganz kurz nachtragen von der letzten Sendung. Es stand auch einiges in der Zeitung, und zwar haben wir die Frage richtig gestellt, aber möglicherweise hat es mancher missverstanden. Erst einmal guten Abend, das Mikrofon kann ich Ihnen schon geben. Ich will nur was zu Ende erklären. Da fragten wir, ich nenne Ihnen eine alte Hauptstadt. Und da sagte ich Petersburg und sagen Sie bitte die neue Hauptstadt. Und die Hauptstadt ist Moskau. Und ich sagte Konstantinopel, die heutige Hauptstadt ist Ankara. Und einige hatten verstanden, wie ist der heutige Name, also Leningrad bzw. Istanbul. Die Frage war richtig, will nur dieses Missverständnis aufklären. So, und war auch richtig beantwortet worden. Sie sind, das Kabel müssen wir runterhängen lassen, sonst kriege ich Ärger mit unserem Alfred. So, Sie sind Herr Baumann. Herr Baumann. Aus Magelkofen, Niederbayern. Aus Niederbayern, ja. Kommen Sie. Was machen Sie da so beruflich? Ich bin Elektriker in einer Filterfabrik, Autofilter. Autofilter, also da Ölfilter, Luftfilter. Verheiratet? Verheiratet, zwei Kinder, ja. Und extra zur Sendung heute hierher gefahren, extra, geschrieben, dass ja. Sie Karten bekommen. Hat ja mal geklappt und gleich gemeldet und gleich genommen. Na, sicher. Was haben Sie noch so für eine. Na, sicher, sagen Sie. Das war so sicher, das hätte ich. Ja, ich meine. So, ach so, dann ist gut. War sicher. Was machen Sie denn nur so als Hobby, wenn Arbeit vorbei ist, Kinder liegen möglicherweise im Bett? Sind Sie Mitglied einem Verein? Ja, im Turnverein, Sportverein. Darf ich Ihnen das? Im Sportverein, im Turnverein und dann ja, normalerweise lesen und Fernsehschauen vor allem. Und Sie glauben, dass Sie hierbei ganz gut abschneiden? Wenn ich ein bisschen Glück habe, fangen wir mal an. Glück werden wir schon haben. Sie müssen sie mischen. Drücken Sie mal drauf.
Jetzt dreht sich. Einmal wieder zurück. Und da stopp. So ist es gut. Das kommt jetzt von allein. Und Sie haben alles gemacht, was zu tun ist. Hier kommen die Kugeln raus. Hier ist L, lustig, leicht oder eine Scherzfrage. Genau konzentrieren. Frage 1. Wir wollen mal sehen, wie es geht. Stimmt der Satz? Überlegen Sie genau. Mosel, Neckar, Isar, Main fließen alle in den Rhein. Überlegen Sie mal genau. Mosel, Neckar. Nein, stimmt nicht. Die Isar fließt nicht in den Rhein. Gut, das war's. Erste Frage richtig beantwortet. Frage 2. Welches ist die größte europäische Insel? Großbritannien. Richtig, Großbritannien. Sie haben völlig recht, das geht ja prima. Oh ja, Sie sagen, das muss so sein. Ich muss den nicht haben. Ja. Gucken denn in Ihrem Heimatort einige zu? Haben Sie gesagt, ich melde mich bei dem? Ja, es werden schon welche zugucken. Ja, ja, das glaube ich. Also Politik. Welcher deutsche Politiker wird als Vater der sozialen Marktwirtschaft bezeichnet? Eine politische Frage. Ist kürzlich 80 Jahre alt geworden. Der Begriff stammt zwar nicht von ihm, sondern von seinem Staatssekretär, aber wer ist der Politiker? Wie heißt er? Soziale Marktwirtschaft, eine politische Frage, die Sie gezogen haben. Erhard. Richtig, Ludwig Erhard. Drei Fragen, das wäre alles richtig. Frage 4. Es gibt einen neueren, lustigen Schlager, in dem ein Mann mit der Koseform seines Nachnamens besungen wird. Ein Nachname, Koseform, nicht? Der Grund, er hat zwei außergewöhnliche Körperteile, die irgendwas Besonderes machen. Wie heißt der Musiktitel, dieser Schlager? Nachname, sehr allgemein bekannter Nachname. Denken Sie mal nach, bekannte. Und dann hat der so zwei Körperteile, die da irgendwas machen. Schmidtchen, Schleicher. Mit den elastischen Beinen. Gut. Ja. Wieder eine politische Frage, die Sie gezogen haben. Ja. Welcher europäische Staat, gilt als Verbündeter der Volksrepublik China? Albanien. Richtig. Sensationell, letzte Frage. Aus welchem Buch, dann hätten Sie alle sechs richtig, das ist ganz, ganz selten, aus welchem Buch stammen die Zeilen, ich esse meine Suppe nicht, nein, meine Suppe esse ich nicht? Aus dem Suppenkasper. Aus welchem großen Buch? Der Suppenkasper ist richtig. Suppenkasper. Ja, wissen Sie woher? Die Geschichte vom Suppenkasper ist eigentlich schon richtig. Da gibt es so ein Buch, wo der... Strubelpeter. Ja, gut, das war's. Fantastisch, freue mich. Glauben Sie mir... Es ist auch für einen Quizmeister etwas Schönes, wenn man einen so ausgezeichneten Kandidaten hat. Herrlich. Ihr Preis wird gezeichnet von unserem Kollegen Oskar. Oskar, eine 6. Er hat 60 Sekunden Zeit und daraus entsteht nun Ihr Preis. Achtung, Oskar. Dalli, Dalli. Zunächst, 21 Sekunden sind 21 Mark. Alle sechs richtig. Und Sie werden sich wahrscheinlich jetzt mit Ihrer Frau freuen. Das ist der Preis, schauen Sie mal hin. 14 Tage für zwei Personen nach Griechenland. Eine Reise für Sie. Danke. Haben Sie auch wirklich verdient. Und außerdem bekommen Sie zum Andenken an diese Sendung, darf ich Sie ausnahmsweise mal ein bisschen hier hinstellen und Sie gucken mich an. Das dürfen Sie auch behalten. Ein echter Oscar, nicht wahr? Wie man sagt, so ein... Echter sowieso, Kokoschka, das haben Sie jetzt ganz schnell skizziert. Das ist auch für Sie hervorragender Kandidat. Grüßen Sie Ihre Gattin und alle in Ihrem Ort. Ja, Sie haben Ihrem Ort große Ehre eingelegt. So, Kulisse gegen Kurzweil. Wir beginnen mit einem Film. Und zwar sollen Sie aus dem Gedächtnis wiedergeben, welche Schlagerlieblinge Sie dort sehen. Deutschsprachige Schlagerstars. Deutschsprachig. Gucken Sie bitte hinein. Das ist die erste Aufgabe. Liebe Kollegen, Film bitte ab.
Wer will beginnen? Kommen Sie ein bisschen näher zum Mikrofon. Wer war dabei? 15 Sekunden. Dalli, Dalli. Peter Alexander. Marianne Ment. Roy Black. Wer war dabei? Ich weiß Blanco. Nicht. Roberto Blanco. Geschwister Leismann. Vicky. Ferdi Quinn. Ja, Geschwister Leismann waren Cindy und Bert. Nur für Sie. Ah, das weiß ich nicht. Ja, das also macht ja auch nichts. Geschwister Leismann ziehen wir ab, bleiben 6 Punkte. Alles, was Sie Wie kommt man da wohl drauf? Ja, wie kommt man da drauf? Alles, was Sie jetzt sagen, mal 6. Und zwar können Sie viele Punkte gut machen. Sie sollen, das ist jetzt üblich in der vierten Runde, als zweite Aufgabe einen langen Satz bilden. Ich gebe ein Wort vor. Sie müssen dieses Wort wiederholen, ein weiteres Wort anfügen. Sie wieder alles wiederholen, ein weiteres Wort. So viele Wörter nachher der Satz hat, so viele Punkte. 40 Sekunden lang. Sie beginnen und zwar geben wir heute das Wort Mann mit einem N. Achtung, Dalli, Dalli. Man hat viel. Man hat viel gesehen. Man hat viel gesehen hier. Man hat viel gesehen hier und... Man hat viel gesehen hier und freut. Man hat viel gesehen hier und freut sich. Man hat viel gesehen hier und freut sich darüber. Man hat viel gesehen hier und freut sich darüber, dass. Man hat viel gesehen hier und freut sich darüber, dass man hier. Dass man. Dass man. Man hat viel gesehen und freut sich hier und freut sich darüber, dass man hier. Man hat viel gesehen und freut sich darüber, dass man hier dabei. Man hat viel gesehen hier und freut sich darüber, dass man hier dabei sein. Man hat viel gesehen und freut sich sehr darüber, dass man hier dabei sein kann. Man hat viel gesehen hier und freut sich darüber, dass man hier dabei sein kann, weil... Weil nehmen wir noch mit. Das waren 16, aber ich muss erst mal hören, wie viel wir anrechnen können. Wir können 15 anerkennen, weil immer wieder derselbe Fehler bei hier gemacht wurde. Derselbe Fehler geht da durch. 15 Punkte. Das ist doch schon sehr schön. 6 mal 15 sind 90. Jetzt alles mal 90 und nun dürfen Sie Papier und Bleistift benutzen. Wir spielen heute vor, ich habe das ja eingangs der Sendung schon erzählt, Karl May, unser Autor Horst Pillau. Übrigens, Sie haben ja Horst Pillau mal ein Stück Fenster zum Flur gespielt. Horst Pillau hat Winnetou gelesen und da sind ihm Fehler, er hat sehr flüchtig gelesen, unterlaufen. Sie sollen möglicherweise jetzt die Fehler notieren, was nicht zu Winnetou hineinpasst. Achten Sie auf Text, Dekoration und Kostüme. Ich will noch ganz schnell ansagen, wer mitspielt. Unser Winnetou ist Erwin Strahl. Dann haben wir Old Shatterhand dabei, Gerhard Lippert. Dann der alte Sam Hawkins, das ist Ernst Hilbig. Intschun Chuna, das ist der Vater von Winnetou, Eckehard Fritsch. Und unser Indianermädchen Cho Chi ist Lieselotte Pulver. Vorhang auf! Wir sind im alten Amerika. Bei Allah, das ist kein Spaß. 24 Stunden am Marterpfahl machen selbst einem Old Shatterhand zu schaffen. Marterpfahl, ein fabelhafter Name, den diese Bäumchen wahrlich zurechttragen. Erinnere mich immer an meine Tante Martha, wenn ich mich nicht irre. Wenn ich nur meinen Harry-Stutzen bei mir hätte, so wollte ich den Rothäuten zeigen, wer Old Shatterhand ist. Ich fürchte, dazu wird keine Zeit mehr sein. Heute kommen sie schon mit ihren Blasrohren, um uns ihre Giftpfeile in die Körper zu jagen. Wenn wir uns nur befreien und bis nach Oklahoma zu den ewigen Jagdgründen fliehen könnten, dorthin würden sie uns nicht folgen. Wer hat euch eigentlich überwältigt, Old Shatterhand? Winnetou und sein Bruder Manitou. Zwiegisch ähnen, das ist keine Kunst, wenn ich nicht irre. Ein guter alter Sam Hawkins. Dein bürgerlicher Name war Buffalo Bill, nicht wahr? Ja, Sir. Du doch still. Sie kommen. Hau! Hört ihr räudigen Bleichgesichter, was euch Intschuna, der große Häuptling der Comanchen, zu sagen hat. Ihr seid in unser Land gekommen, um es für den Bau des Feuerrosses zu vermessen. Ja, wir waren so vermessen, großer Scheich der Comanchen, wenn ich mich irre. Dafür werdet ihr einen qualvollen Tod erleiden. Die Weißen kommen in unsere Tundra, schießen auf unsere Gazellen und unsere Gnus, nehmen uns unser Land weg und bauen darauf Häuser, die an den Wolken kratzen. Winnetou wird euch nun sagen, was euch erwartet. Erst erhaltet ihr die Bastonade. 100 Stockschläge auf die Fußsohle. Dann werdet ihr skalpieren. Und dann? Dazu wird keine Möglichkeit mehr sein, Winnetou. Wieso? Ich kann zaubern. Und habe mit Hilfe der Geister meinen Skalp schon vom Haupte gelöst. Du brauchst ihn nur noch abzuheben. Und sie? Dann mach mal. Uff! Uff!
Mein Bleichgesicht mit Deckel. Dann werdet ihr eben anders gemartert. Warum eigentlich? Vorige Woche wart ihr selbst noch in den Händen der Azteken. Wisst ihr eigentlich, wer euch befreit hat? Wahrscheinlich die guten Geister unseres Volkes. Nein, Old Shatterhand selbst war es. Euer Freund und Bruder. Du lügst, Bleichgesicht. Dann greife meine Patronentasche. Was findest du dorten? Uff, 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 uff. Winnetous Topf. Er wurde mir bei der Dings da... Befreiung. Abgeschnitten. Unsere weißen Brüder. Oh, bitte noch mal. Sie sollen frei sein. Brüderchen. Nchochi, komm her. Das ist Nchochi, Winnetous Frau. Aber nicht mehr lange. Nun, was war falsch? Nur 15 Sekunden zum Antworten. Okay, deiner beginnt oder wer will beginnen? Beginne. Dann, Achtung, Dalli, Dalli. Ja, also aber nicht mehr lange die Scheidungsabsichten. Martha. Verbibsch noch einmal. Last one. Der Deckel. Giftpfeile. Des Kalbs gelöst ist. Manitou. Bastonada. Buffalo Bill. Der Wolkenkratzer. Scheich. Die Tundra. Gazellen. Die Gazellen. Gnus. Aus, also Sie haben schon gemerkt, Gazellen waren doppelt, ziehen ja. Wir auf jeden Fall ab. Wir wollen mal die Schiedsrichter, es waren aber 15 Antworten. Wir hatten einen Doppel und das mit dem Skype war richtig. Zwei ab, bleiben 13. 13, doch sehr schön. 13 mal 90 sind 1170 Punkte, die Sie haben. 1170. Ich bin gespannt, ob diese Zahl jetzt reicht, um Sieger dieser Dalli-Dalli-Sendung zu werden. Wir erwarten nun das Duo Kurzweil. Noch einmal Margot Hilscher und Elisabeth Volkmann. Die Entscheidung fällt mit 1170 Punkten. Drei Aufgaben und wir beginnen mit einem Film. Und in diesem Film zeigen wir Ihnen deutschsprachige Schlagerstars, Schlagerlieblinge oder Sänger, wie Sie wollen, wo Sie stehen. Sie sollen hin in den Monitor schauen und sich möglichst viel merken. Sie kennen den Film, schauen Sie noch mal hin. Achtung, Film bitte ab. Elisabeth, Sie beginnen. 15 Sekunden Zeit. Wen haben Sie erkannt oder wen haben Sie im Gedächtnis behalten? Erkannt werden Sie sehr viele haben. Dalli, Dalli. Gitte. Wenke Möhre. Roberto Blanco. Katharina Valente. Udo Jürgens. Peter Kraus. Chris Roberts. Chris Roberts. Cindy und Bert. Ja. Peter ja, Alexander. Als, ja, zu spät nach dem Gong. Chris Roberts war doppelt ein. Das ist richtig, den ziehen wir ab, bleiben 8. 8, immerhin, 8. Alles, was Sie jetzt sagen, mal 8. Und Sie sollen, wie wir das bei Dalli Dalli in letzter Zeit machen, einen möglichst langen Satz bilden. Sie bekommen von mir ein Wort. Sie müssen dieses Wort von mir wiederholen, ein neues anfügen. Sie müssen beide wiederholen, wieder eins anfügen. Ja. Und so viele Wörter, der Satz nach 40 Sekunden hat so viele Punkte. Heute das Wort, Sie beginnen, Margot, Mann mit einem N. Ja, Achtung. Dalli, Dalli. Man hat mir. Man hat mir gesagt. Man hat mir gesagt, ich. Man hat mir gesagt, ich soll. Man hat mir gesagt, ich soll besser. Man hat mir gesagt, ich soll besser aufpassen. Man hat mir gesagt, ich soll besser aufpassen, dass. Man hat mir gesagt, ich soll besser aufpassen, dass Hans Rosenthal. Man hat mir gesagt, ich soll besser aufpassen, dass Hans Rosenthal. Man hat mir gesagt, ich soll besser aufpassen, dass Hans Rosenthal uns. Man hat mir gesagt, ich soll besser aufpassen, dass Hans Rosenthal uns nicht. Man hat mir gesagt, ich soll besser aufpassen, dass Hans Rosenthal uns nicht immer. Man hat mir gesagt, ich soll. Jetzt will ich das aber wissen. Was soll ich wissen? Diese Spannung. Jetzt. Was soll ich denn mit dem? Sie sind der Meinung, das war. Also ein Punkt kommt dazu. Ja, was soll ich nur nicht immer?
nicht immer so schwierige Fragen stellen. Ach so! 15, alle 15 Mitspitze schon dabei. 15 mal 8, sehr schön, das sind 120. Alles, was Sie jetzt machen, mal 120. Und zwar dürfen Sie schreiben, wir spielen Ihnen einen Ausschnitt, eine Szene aus Winnetou vor. Bearbeitung Horst Pillau, Sie achten bitte auf die Fehler. Dekorationen können Fehler sein, Kostüme und ganz besonders natürlich im Text. Ich bitte Sie, darauf zu achten. Für Sie zu Hause und für Sie, liebe Gäste, die Personen bleiben gleich. Und damit zweiter Teil. Vorhang auf! Meine Georgie! Mein Old Shatterhand, wo warst du? Nur kurz am Klondike-Rüfer, um etwas Gold zu schürfen, aus dem wir unsere Verlobungsringe machen. Wo sind die anderen? Sie jagen Gänsen und Murmeltiere. Winnetou. Er hat sich damit abgefunden, dass wir heiraten. Wir sind ja jetzt schon 5 Jahre zusammen verheiratet. Nur sein Bruder Manitou. Er ist so eifersüchtig auf mich. Ich werde ihn, Chuchuna, bitten, einer der Trauzeugen zu sein. Und wer wird der andere sein? Mein bester Freund, ein alter Trapper. Hachi. Hachi, Halefoma bin Hachi, Abul Abbas ibn Hachi, Abus el Gosara. Hachi, Halefoma bin Hachi, Abul Abbas ibn Hachi, Abus el Gosara. Derjenige, du kennst ihn? Oh, wer kennt ihn nicht? Er ist der berühmteste Biberjäger am Yukon. Er schießt 7 auf einen Streich. Ja, und nach der Hochzeit machen wir unsere Flugreise nach Europa, damit du die Städte der Weißen kennenlernst. Und dann kehren wir in das Pueblo der Comanchen zurück. 3 Uhr schon, wo nur unsere Männer bleiben. Hier, auf einmal haben wir reiche Beute. Ein Mohammed und die Propheten, das war eine Jagd. Um Aha hätten wir noch 2 junge Lämmige erwischt. Was war das? Das war wie mein edles Pferd. So wird es nur bei großer Gefahr. Alles geht in Deckung und unsere Armbrüste werden den Feind treffen. Und was war das? Das war Old Tails Geschoss. Auch Trapagaya-Schnabel genannt. Ich kenne genau den Klang seines MGs, wenn ich nicht irre. Old Shatterhand, verblutest du? Ja, Chuchi. Bevor wir das räudige Bleichgesicht verfolgen, warten wir dein Ende ab, damit du nicht so alleine stirbst. Denn wer alleine stirbt, muss in die Chehenna fahren. Wohin? In die Hölle. Aber gräme dich nicht, Shetty. Die Comanchen werden für dich eine große Pyramide bauen. Oh, Washington wird dir in Washington ein Denkmal errichten. Oh, ich glaube, dann bleibe ich doch lieber bei dir, mein Winnetou. Auch ich kann getötet werden, Georgie. Ein jeder Pfeil, der trifft ja nicht. Nein, er muss nicht sterben. Ich habe ja Feuerwasser bei mir. Feuerwasser, was ist das? Nun, Wasser, das lange auf dem Feuer gestanden hat. Es wird Wunder, es wird dich kräftigen. Die Kräfte kehren zurück. Ich muss nicht sterben. Ich werde das Feuerwasser nach Europa bringen. Oh, wie wird er wieder kräftig? Sag ihnen, du könnte es dir was ausmachen, wenn ich jetzt doch mit ihm gehe. Geh hin, aber geh. Winnetou, und nun fällt die Entscheidung. Elisabeth, Sie beginnen. Was war Ihrer Meinung nach falsch? 15 Sekunden Zeit. Dali, Dali. Es muss was Wunderbares sein. Chuchi. Verlobungsringe. Gämsen und Murmeltiere. 5 Jahre verheiratet. Der Bruder stimmte nicht. Filmreise, Flugreise. Die Chardas-Krone war nicht in Ordnung. Uhr. Stopp, Uhr. Die Winnetou-Schwester stimmt. Chuchi. Und Murmeltiere gibt es in Nordamerika auch. Aha. Aber es waren mit 2 Tiere, wie gesagt. Ja. Ein, also dann ziehen wir 1 ab. Ein ziehen wir ab, dann bleiben 8. 8 mal 120 sind 960. Silbermedaille. Sieger die Mannschaft Kulisse. Aber Deiner Hinz und Frank Hoffmann. Herzlichen Glückwunsch. Darf Sie zu mir bitten? Liebe Gäste zu Hause. Ich will ganz schnell noch an unser Spiel für 2 erinnern, wenn Sie mitmachen wollen. Ausgelost wurde das Thema Hunde. Schreiben Sie uns Postkarte, entweder an das ZDF, Kennwort Dalli Dalli,
Postfach 2010-10, 8000, München 2. Oder Sie schreiben an ORF, das ist ganz gleich, wo Sie hinschreiben. Kennwort Dalli Dalli 1136 Wien. Einsendeschluss ist Montag, der 2. Mai. Und nun Brigitte. Wie viele Punkte haben unsere Kandidaten eingespielt? Es hat sich ja angekündigt, dass sehr viele werden. Es waren 14.901 Punkte. 14.901 und Sie werden staunen, wir haben wieder viele Spenden erhalten. Hier vom Personal der Internationalen Mosellandausstellung in Trier. Einzel, ein Gerichtsvollzieher hat Geld geschickt. Eheleute sind dabei, eine orthopädische Klinik in Viersen. Wie viel Geld ist da nochmal zusammengekommen für den guten Zweck? Dazu noch 5.828 Mark. Und wie viel haben wir dann? 20.729. 20.729 Mark für den guten Zweck. Und Mehdi sagt uns nun, wie viel Schilling für unsere österreichischen Freunde? Das ist eine ungeheure Zahl. 145.103 Schilling. 145.103 Schilling. Und von den Siegern erfahren wir nun, wer erhält das Geld? Wir haben uns vorher geeinigt, dass den Spielgewinn des heutigen Abends die fünf Kinder der Familie Fenkes in Kempen am Niederrhein bekommen. Und zwar, die Kinder haben im vergangenen Jahr beide Eltern verloren. Die älteste Tochter Veronika, sie ist glaube ich 20, versorgt ihre vier minderjährigen Geschwister. Und damit diese Kinder zusammenbleiben können, wird dieses Geld dorthin gegeben, damit man die Wohnung behalten kann. Ich habe eben noch mit dem Stadtdirektor gesprochen. Er sagte mir, er würde versuchen, dass diese Familie zuschaut. Ich nehme an, Sie schauen zu. Das ist für Sie dann, oder euch, damit ihr alle zusammenbleiben könnt. Vielen Dank allen Prominenten. Liebe Zuschauer, im Namen meiner Kollegen möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat und wir laden Sie ein, bei der nächsten Sendung am 4. Juni, wieder einen Sonnabend-Samstag, wie immer, um 20.15 Uhr bei uns zu Gast zu sein. Wir können Ihnen versprechen, dass wir uns bemühen werden, Ihnen wieder 90 unterhaltsame Minuten zu bringen. Und damit auf Wiedersehen, guten Abend, Servus, Bonsoir, Arrivederci, Bye Bye, Letra Ott, Grüezi und gute Nacht. Grüezi und gute Nacht. Es hat Spaß gemacht, heute hier bei euch zu sein. Was haben wir gelacht? Grüezi und gute Nacht. Ich hätte nie gedacht, dass es hier so schön sein kann. Grüezi und gute Nacht.